Hallo und willkommen zurück zu Let's Play South Park, der Stab der Wahrheit. Viel Spaß. So, Jimmy haben wir jetzt beim letzten Mal besiegt. Und was hat er fallen gelassen? Die Krücke der Schwäche. Das klingt ja jetzt nicht besonders toll. Und eigentlich wollte ich ihm auch nicht die Krücken klauen, aber... You want a piece of me? Ein Videospiel. Shadow of... naja... Cyclopsis. Cyclopsus, nicht Shadow of the Colossus. Hahaha. Ha, ha. Sehr guter Witz. Waldelfmütze, oh ja. Wunderbar, die müssen wir auch gleich mal aufsetzen. Das sieht bestimmt auch sehr schön in Kombination mit unseren grünen Haaren aus. Achso, man kann sogar die Farben davon ändern. Wunderbar. Aber das gefällt mir nicht unbedingt. Also nicht von der Optik her, sondern auch die Werte. Wobei, wir gucken uns doch mal die Farben an. Mist. Hiervon wollte ich die Farbe wechseln. So. Na, grün in grün. Eigentlich, schwächtfeindliche Angriffe. Ein MP bei Bogenangriffen. Ja, vielleicht gar nicht so schlecht, aber die MP-Angriffe nutzt man gar nicht so oft. Dann lasse ich es erstmal. Yay. Das war's dann anscheinend auch schon hier. Ah, doch nicht. Hier können wir noch die Schublade öffnen. Stärketrank. Ready to leave, Sir Douchebag? Naja, ich will okay, noch mal kurz in den Schrank gucken. Ja, okay, wir können nicht da reingucken. Ready to leave, Sir Douchebag? Ja. Der Stab der Wahrheit ist zurück. The stick of truth is back where it belongs. Great job, men. Douchebag, for your heroic deeds and valiant self-sacrifice at the great battle of the giggling donkey, I hereby make you an official member of the Kingdom of Koopa Keep. Welcome to the KKK. Juhu. It's getting late. The Grand Wizard needs to go night-night. Okay, Mom, thanks for pointing out bedtime for everyone. It's a school night, hon. You and your little druid friends need to... We're not druids, Mom! We're fucking warriors and wizards! Oh, that's it. Ich bin Dieb. You're going to bed. The rest of you better get home, too. Oh, Nacht. Der Neue. Ja, es lädt aber ganz schön. Du hast dich dem KKK angeschlossen. Neue Quest, es ist spät. Ja gut, ich schätze mal, wir müssen dann nach Hause. Aber... ja, okay, wir müssen wirklich nach Hause. Gucken wir uns doch nochmal den Stab der Wahrheit an. Na, wir können leider nicht damit interagieren. Können wir den abschießen oder ähnliches? Wenigstens anfurzen können wir ihn. Okay. Ja, dann gehen wir doch mal nach Hause. Oder wir können versuchen... aha. Können wir vielleicht noch irgendetwas machen? Ja, Sachen kaputt. Wie immer. It's late, hon. Your parents will be worried. It's late, hon. Your parents will be worried. Die machen sich höchstens Sorgen, dass ich noch nicht genug Freunde gefunden habe. Vielleicht sind es ja inzwischen genug Freunde, damit ich mich mit ihnen bei Facebook anfreunden kann. There you are. We've been looking all over for you. You are grounded, mister. You march right on home and go to sleep. Okay.
dann erkunden wir halt nicht doch mal die Gegend. Now I want you to go to bed and think about what you've done. Was habe ich denn gemacht? Geh ins Bett. Nö. Ich würde sagen, wir können jetzt ein paar Sachen ins Lager werfen, die nicht unbedingt sinnvoll sind. Obwohl, bisher haben wir noch keine Platzprobleme und ich würde mal sagen, wir verkaufen vielleicht später mal ein paar Sachen, sowas wie Schamhaare. Wenn wir dafür den Abnehmer finden. Ja, ansonsten... Na, das Messer gefällt mir nicht besonders gut. Oh. Dann nehmen wir da doch mal den Aufsatz weg und wechseln die Waffe. Ja, irgendwie eins von den beiden, aber da das von stärkeren Angriff hat, nehmen wir doch wirklich die Krücke von Jimmy. Mit welchem Aufsatz? Aha. Mehr Schaden abwehren ist ja gar nicht so schlecht. Na, aber ich glaube, Bluten gefällt mir ganz gut und... Obwohl, was haben wir denn? Das ist der höchste... 20% Widerlichkeitsschaden. Das ist auch vom Level her der höchste Aufsatz, den wir haben. Versuchen wir es einfach mal damit. Ja, sieht jetzt nicht so toll aus. Stinken wir vor uns hin. Aber die Optik ist ja nicht unbedingt das Entscheidende. Dann legen wir uns halt ins Bett. Gute Nacht. Good night, little man. I hope you're as happy as we are. Everything is going to be better now that we're in this quiet little mountain town. Ja, eine sehr ruhige Stadt. Aha. Aliens. Natürlich. Sind die eigentlich außerhalb der ersten Staffel von South Park jemals wieder aufgetaucht? Ich bin doch keine Kuh, lasst mich in Ruhe. Hm. Da ist wohl ein Zensurbildschirm. Ja, Analsonden. Okay, das ist jetzt die Analsonde. Die dildoförmige Analsonde, ja. Is this your first time getting probed? Yeah, it's a pain, but this is the kind of stuff you put up with living in a remote little mountain town. Ach so, at least we don't have to deal normal with traffic. Hey, you broke free! Kid, you have an incredible control of your asshole. Get me loose too! Level 6. Ich kann jetzt meine Analsonde benutzen, um zu teleportieren. Nein. Ekelhaft. Aber wir gucken uns erstmal die Aufwertung an. Ja. Kevin spielt immer noch Enterprise. Oder zumindest spielt er irgendwas mit Science Fiction. Ach, da waren die Fähigkeiten, ja. Ja, versuchen wir es jetzt mal mit Exekutieren. Okay, wir können jetzt... Da sind doch die Alien-Dinger. Wow, look at that! You must have broke off part of the probe and now you can control it with your sphincter muscles. Pretty cool. Toll.
Auf ein Teleporter-Signal, aha. Ach, das sind diese Teleporter-Signale. I'm surrounded by some kind of force field. Go find a way to shut it off. When you break me free, I can show you how to get off the ship. Sehr toll. Aha. Das ist ja keine Analsonde, sondern eine Oralsonde. Alienhelm. Wunderbar. Zermatschter Augapfel. Nee. Man, I'm gonna be sore tomorrow. Ja, wo können wir denn... Können wir vielleicht irgendwas hier machen? Die Dinger kann ich nicht treffen, weil die ja drin sind. Ah, hier kann ich vielleicht lang. Lassen wir Randy einfach da, oder? Mal schauen. Oh nein. Na gut, dann gehe ich nochmal zurück. Und guck mal, was da jetzt rechts war. Ach, da ist gar nichts. Ich dachte, ich hätte hier einen Raum geöffnet. Vielleicht kann ich mich aber... Ah. Ein Jagon. Auch wieder mal aus einer Folge. Die Erde ist eine Fernsehserie. Was ist denn hier? Wir können jetzt da hin, aber ich will jetzt erstmal eigentlich lieber... Okay, eins der Aliens ist auf jeden Fall jetzt gegrillt. Dann gehen wir mal hier rein. Ah, hello, is this recording? If you are hearing this, I've been taken hostage on some kind of alien ship. The aliens did unspeakable things to my rectal cavity. But I've broken free. I'm so scared and alone. I must find a way off this ship. Oh God, they're coming. Why am I standing here making an audio log? I don't have time for this. Leave me alone! Aha. Ein Mikrochip. Dann fühlt man sich wenigstens nicht mehr so beobachtet. Die Dinger können wir anscheinend alle zerstören. Mal schauen, ob wir die Mikrochips später noch brauchen. Dann teleportieren wir uns doch mal rüber. Aha. Mal schauen, wie viel die Aliens aushalten. Moo, moo. Ja, ich sag doch, ich bin keine Kuh. Moo. Ein Schild, okay. Na gut, wogegen hilft dieses Schild denn? Oder dieser Schild? Okay, der brennt, das ist schon mal gut. Raumfahrtmedizin. Mal schauen, ob das gegen Schilde hilft. Gut. Au! So, der sollte jetzt erledigt sein.
Mu. Ich heile mich mal lieber. Und dem hau ich jetzt auf die Fresse. So, mit den Einzelschlägen habe ich wenigstens sein Schild erledigt. Sein Angriff ist jetzt schwächer. So, das sollte es doch jetzt gewesen sein. Strahlenwaffe. Das könnte doch gar nicht so schlecht sein. Also es könnte schon schlecht sein, aber es könnte doch ganz gut sein. Trifft eine ganze Reihe. Und schwächt Schilde. Ja gut, wenn wir dafür vielleicht sogar einen Aufsatz haben. Bluten auch noch. Ja, okay. Ob das jetzt irgendwie Sinn macht, wie sollen wir die Strahlen denn damit ausrüsten? Weiß ich nicht, aber versuchen wir es doch einfach mal. Vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht. Zumindest gegen die Schilde. Yep, that's the Lambda containment block. Take that elevator next to you. The probe in your asshole should interface with it. Toll. Ist das jetzt schon offen? Na, okay. Ich dachte, das Licht müsste an beiden Seiten angehen. Great, you're in. You're looking for a security console. Should be one above you in probe maintenance and another below you in the atmospheric processor? Yeah, I know this stuff. Can't remember which one you want though. Been a while since I did this. Na gut, wir haben ja gar keine vernünftige Rüstung an. Level 1 Pyjama, wow. Zwei Treffer. Ja, ich weiß nicht, ob wir den Bogen jetzt so oft benutzen werden hier. Ein Kraftfeld klingt doch gar nicht so schlecht. Und außerdem sind wir auf einem Alienschiff. Bogen, ja, wie gesagt, nutzen wir wahrscheinlich jetzt gar nicht so viel. Nehmen wir die tollen Druidenhandschuhe, die Bärchenhandschuhe. Ja, und 10% mehr Waffenangriffe. Wunderbar. Wir können sogar die Farbe ändern. Wunderbar. Nehmen wir es schwarz. Was ist die sekundäre Farbe davon? Ah. Ja gut, die Färbung ist nicht so stark, wie ich sie erwartet hätte. Das geht nicht. Gut, machen wir es so, damit es ein bisschen gefärbt ist. Wunderbar. Aha. Da will ich aber doch noch mal kurz nach unten. Ach ja, hier hinten. Na, wer weiß, ob ich nach oben oder nach unten muss, aber. Day 2. So hungry. I've searched for food, but the only thing I've found are other people's annoying, useless audio logs. Why did they bother when they clearly were in terrible danger? Each audio log I find is more irrelevant and boring than the last. I must keep looking for a way to survive.
Tja, das soll dann wohl eine Anspielung auf die ganzen normalen Audiologs sein, die man wohl in ziemlich jedem Rollenspiel finden kann. Zumindest in sehr vielen Science-Fiction-Filmen. Spielen. So, jetzt müsste ich hier runter können. Haha. Mumu. Mumu. Ja, die stehen noch hintereinander. Na gut, jetzt habe ich immerhin beide erwischt. Ja, Mumu. Ja, die Strahlenwaffe ist gegen die Aliens gar nicht so schlecht. Die weichen beide jetzt aus. Okay, der ist erledigt. Ja, ausweichen ist wahrscheinlich für die Strahlenwaffe. Versuch es halt so. Okay, ausweichen ist also doch für den Nahkampf. Mist. Aber viel hat es jetzt nicht abgezogen. Der kann doch jetzt nicht allem ausweichen. Dann versuche ich doch mit Abziehen. Eine zerstörte Laserpistole. Ausgezeichnet. Na gut, wir sind jetzt hier auf dem Alienschiff und es sieht nicht so aus, als würden wir in den nächsten Minuten hier runterkommen. Deshalb geht's dann morgen weiter. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.